Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Diesmal aus dem Hauptmenü, denn bei dem Update hat uns ja so eine blaue Katze begrüßt und die hat gesagt, wir sollen einen neuen Spielstand beginnen, um mehr herauszufinden. Und das werden wir auch jetzt machen. Wir werden einfach einen neuen Spielstand starten und mal sehen, ob die Katze uns auch wirklich mehr Hinweise gibt, die wir haben. Du beeilst dich, dein Getränk auszutrinken, als eine weitere Gruppe von Gästen die Taverne verlässt. Anscheinend sind auch die anderen gegangen und haben dich mit deinem Bier und der Rechnung allein gelassen. Nachdem du ein paar Silbermünzen auf den Tisch gelegt hast, um das Essen und die Getränke für heute Abend zu bezahlen, machst du dich bereits aufzustehen und zu gehen. Aber eine Stimme hinter dir lässt dich aufhorchen. Verzeihung, ich habe zufällig das Gespräch mit deinen Freunden mitgehört. Du hast völlig recht, König Cedrics Tod war ein schwerer Verlust für das Königreich, ein großer Mann. Vielleicht der beste König unter den Gastwirten der jüngeren Zeit und auch ein guter Freund. Wir haben uns nahe gestanden, weißt du. Cedric hat mich häufig um meinen neutralen Rat gebeten, den ich ihm natürlich nur zu gerne erteilt habe. Der Mann zieht einen Stuhl heran und setzt sich zu dir. Bedienung, ein paar große, kühle Biere bitte. Wo war ich? Ach ja, Cedric. Weißt du, Rilia war nicht immer das Königreich, das es heute ist. Nein, vor ihm gab es andere, vor langer Zeit, ja, vor sehr langer Zeit. Okay, wir haben sogar eine richtige Story hier. Vielleicht sollten wir doch Staffel 3 starten. Legends tell of a kingdom many years ago, whose name has been lost to time. A place of prosperity and the good-hearted, blessed with peace. From her throne, the queen watched the passing of the seasons as bountiful harvests graced her beloved subjects. But nothing lasts forever, and the young queen soon fell gravely ill. The kingdom's prosperity faded with its queen, and not here long, the throne sat empty. For 7 days and 7 nights, the people of the kingdom held a wake for her, with one question on everyone's lips. Who shall inherit the throne? With the kingdom in disarray, nobles assembled their hosts, and war ravaged those bounteous lands. Long years of despair reigned, but amidst the darkness, a spark of hope ignited far away from that devastated city. Rygar was a tough, weathered man, owner of a humble tavern called Traveler's Rest. In desperation, hundreds flocked to Rygar, pleading for food and shelter. He responded by taking them in under his protection. Rygar and the others built and worked the land, and the humble tavern became the wealthiest in the kingdom. His followers founded the Fellowship of Tavern Keepers and departed to spread his teachings. Thanks to Rygar, the kingdom recovered its former glory. Rygar was named the Tavern Keeper King, and the city was called Rylia, in honor of the man who had brought hope back again. On his deathbed, he told his disciples with a smile, "Only one who has served 1,000 times can be worthy of being served." With him gone, the Fellowship of Tavern Keepers decided who should be the next king peacefully, just as their leader would have wanted. Neither blood nor riches would ever rule over Rylia. Since then, the Tavern Keepers' king's legacy has lived on, keeping the kingdom strong and prosperous for centuries. Now, the castle's horns are blaring, and that can only mean one thing. The Fellowship of Tavern Keepers has been summoned. The most capable in the realm are preparing for what is to come. Who can surpass the rest of the members of the Fellowship for honor and glory? Meine Güte, da bin ich wohl ein bisschen zu sehr abgeschweift. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Biere wir getrunken haben.
Was, du denkst wirklich, dass du es mit der Gefolgschaft aufnehmen kannst? Du hast den Verstand verloren. Diese Leute sind wahre Meister. Ihre Fähigkeiten übertreffen die von uns gewöhnlichen Menschen bei Weitem. Du bist fest entschlossen. Du hast echt Mumm, um ehrlich zu sein. Hab ich schon aufgegeben, aber ich glaube an dich. Seit unserem ersten Treffen habe ich schon gespürt, dass du etwas Besonderes in dir hast. Das ist Schicksal. Übrigens habe ich vorhin mit dem Besitzer einer fabelhaften Taverne ganz in der Nähe der Stadt gesprochen. Wenn du es wirklich willst, gehört sie dir. Kein Traum ist zu groß. Der Preis, nur man muss bedenken, dass es sich hier um irgendein altes Lokal handelt. Diese Taverne ist im Vergleich dazu eine absolute Zumutung. Wäre es mit 1000 Goldmünzen? Das sind all deine Ersparnisse, das macht nichts. Ich habe schon geahnt, dass du nur so daherredest. Ich bin sicher, dass ich jemand anderes finden werde, der... Schon gut, ich habe die Urkunde gleich hier. Ich brauche nur deine Unterschrift. Okay, dann wollen wir mal unterschreiben. Wunderbar, das war der beste Kauf, den du je getätigt hast. Allerdings muss ich dich vorab vor ein paar Dingen warnen. Auf deiner Reise wirst du nämlich verschiedene... geht's dir gut? Du siehst nicht besonders gut aus. Vielleicht solltest du dich ausruhen. Es ist schon sehr... Hey, wach auf! Okay. Rosinante. Wie ich versprochen habe, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Hey, die alte Rosinante ist immer noch so zäh wie ein junges Fohlen. Hey, wir sind da. Du kannst jetzt aus der Kutsche aussteigen. Hallo? Okay, und damit können wir jetzt unseren Charakter erstellen. Ich lasse mal die ganz normale Basti LP Traveler's Rest. Wir wollen ja nur schauen, was es mit der blauen Katze auf sich hat. Da bist du ja. Ich dachte, du wärst eingeschlafen. Das ist dein Halt, meine Freundin. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass dich dieser gottverlassene Bruchbude führt. Was? Du hast die Taverne gebaut? Bist du von allen guten Geistern? Ich meine, bei näheren Hinsehen hat es doch einen gewissen Charme. Rustikal, genau das. Nichts, was man mit einem guten Anstrich beheben könnte. Oder wenn man es in Pfand steckt. Nun denn, ich befürchte, unsere Wege müssen sich nun leider trennen. Ich habe noch einige Erledigungen in der Stadt zu machen. Ich bin sicher, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Hü, Rosinante, reite wie der Wind. So sind wir also zu dieser Taverne gekommen. Willkommen auf deinem neuen Grundstück. Okay. Handelskammer, wieder ja. Guten Morgen. Mit diesem Schreiben bestätigst du die Zahlung. Okay. Das, okay. Briefkasten. Wir haben da auf jeden Fall was drin. Jetzt können wir hier reingehen. Was war das? Oh mein Gott, sieht die alt aus. Kommt jetzt etwa die Katze? Die blaue Katze, damit wir wissen, was es mit der auf sich hat? Unverschämter Sterblicher, wer wagt es, meinen Schlummer zu stören? Dies ist ein verbotener Ort. Ich werde nicht zulassen, dass eine dreckige Plünderin diese Taverne schändigt. Ich bin keine Plünderin. Schweig, versuch erst gar nicht, mich zu täuschen. Diese Taverne gibt es schon seit Jahrhunderten und du wirst auch, dass wir das auch weiterhin tun. Verschwinde jetzt, Eindringling. Eigentlich bist du es, die sich auf meinem Grundstück befindet. Was? Ich bin die neue Besitzerin. Hier ist die Besitzerurkunde. Ich kann es nicht glauben, was für ein verdammter Trottel. Schön, wart einen Moment. Also gut, Mädchen, du bist eindeutig hereingelegt worden. Es tut mir leid, die schlechte Nachricht überbringen zu müssen, aber diese Taverne hat keine Zukunft. Glaub mir, ich habe schon unzählige Besitzer durch ihre Türen gehen sehen. Einer schlimmer als der andere. Leider bin ich vertraglich verpflichtet, dem jetzigen Besitzer zu dienen. Aber glaub mir, das wird keine Freude, dass wir keine Freunde sind und dies nicht der Beginn eines großen Abenteuers ist. Erspar uns beiden die Zeit und verschwinde von diesem Ort. Du bist eine magische Katze? Wie kannst du es wagen? Ich bin Mai, das Irrlicht, die Wächterin dieser Taverne. Schon bevor deine Urgroßeltern überhaupt geboren wurden, ich habe diese Gestalt lediglich angenommen, damit dein mickriger, sterblicher Verstand das überhaupt verarbeiten kann. Aber darum geht es nicht. Hast du auch nur ein Wort von dem begriffen, was ich gesagt habe? Ja. Und weiter? Ich werde nicht gehen, ich mag diese Taverne. Bei den Göttern, was zum Henker ist, ist ja nur falsch mit ihr. Hör zu, es ist schon sehr spät. Wenn du den Flur hinuntergehst, wirst du ein altes Bett finden. Du kannst die Nacht hier verbringen, aber mach es dir nicht zu bequem. Ich will, dass du bis Sonnenaufgang wieder von hier verschwunden bist. Verstanden?
Wenn du irgendwelche Fragen hast, klicke auf das Fragezeichen neben deinen Aufgaben und drücke P. Auf diese Weise kannst du dich über deine aktuellen Ziele informieren, um mich weiter belästigen zu müssen. Wenn du am Ende eines Tages das Tavernenbett benutzt, kannst du den Tag beenden. Okay, du solltest schlafen gehen. Okay. Boah, das ist ja richtig cool, ja. Okay, wir haben sogar eine Kiste. Pass bloß nicht an, die Truhe hat jemanden gehört, der mir sehr wichtig ist. Ich will nicht, dass jemand anderen anfasst, bitte. Okay, ich kann das Bett machen. Und ich kann schlafen gehen. Wir haben sogar schon einige Gerätschaften hier. Sehr schön. Leg dich in dein Bett, der Taverne. Also ein richtiges geiles Intro haben sie hier gemacht. Wirklich. Richtig gut. Also vielleicht sollten wir wirklich über Staffel 3 nachdenken. Okay. Da bist du endlich. Wach, hör mal zu. Es tut mir leid wegen gestern Abend, aber ich habe es ernst gemeint. Wie du sehen kannst, ist diese Taverne nicht mehr das, was sie einmal war. Ich weiß, dass es enttäuscht, aber ich fürchte, der Vorbesitzer hat dich betrogen. Jetzt, wo du etwas mehr Zeit zum Nachdenken hattest, solltest du wirklich endlich gehen. Ich werde nicht gehen. Tja, viel Glück. Ich werde dir kein bisschen helfen. Selbst wenn du den Wischmopp aus der Truhe im Schlafzimmer nimmst und den Boden und die Tische putzt, wirst du mich nie wiedersehen. Alles klar. Nimm den Wischmob und den Eimer. Und dann sollen wir mal anfangen hier zu wischen und zu reinigen. Also das ist richtig cool gemacht, also. Das ist richtig nice. Wir bauen die Taverne also von Grund auf wieder neu auf. Jetzt kommt die Katze wahrscheinlich wieder. Sieh mal einer an, so nutzt es bist du wohl doch nicht. Ich danke dir für deine Bemühungen, aber ein bisschen Wissen und ein paar saubere Teller werden diese Taverne nicht wieder in Ordnung bringen. Denn nämlich genau, was du gemeint hast, als wir uns nicht wiedersehen würden. Unverschämter Wicht, ich habe mich nur deshalb herbegeben, um vor dir zu erscheinen. Es geht dir nichts an, nur weil die Taverne ein bisschen aufgeräumt ist, heißt das noch lange nicht, dass du auch Gäste bekommst. Für den Anfang solltest du die Bänke neben den Tisch verschieben. Wie kannst du erwarten, dass die Leute kommen, wenn es nicht einmal einen Platz zum Hinsetzen gibt? So. Na gut, sieht schon besser, aber immer noch ziemlich öde, meinst du nicht? Nicht, dass ich mich interessieren würde, aber ich habe ein paar Dekorationen in deiner Kiste gefunden. Hier, mach damit, was du willst und wirf sie am besten einfach in den Müll. Sterbende Pflanze. Okay. Was ist das hier? Ist das ein Bild? Okay. Platziere deine neuen Gegenstände in der Taverne. So. Ich habe noch mehr Pflanzen. Alles klar. ziemlich deprimierend, findest du nicht? Dieser Ort sieht aus wie eine Gruft. Vielleicht könnten wir das mit dem bisschen Licht ändern. Ich hab's, nimm die Kerze. Wenn die Gäste nicht einmal sehen können, was sie essen, dann werden sie verärgert sein. Ja, ich weiß, ich muss die Kerzen auf den Tisch stellen. So ist es besser. Du solltest nicht. Ich sollte dich allerdings warnen, dass die Kerzen nach und nach abbrennen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Stell also sicher, dass du genug hast, um sie zu ersetzen, denn ich kann dir nicht mein Leben lang ständig Kerzen geben. Nun, ich könnte aber, ich werde es nicht tun. Naja, sieht schon großartig aus. Jetzt sieht es hier wie eine echte Taverne aus. Was, wenn dir meine alten Möbel nicht gefallen, dann kauf dir doch deine eigenen, verstanden? Das ist alles, was du im Moment hast, also komm damit klar. Jedenfalls spielt die Einrichtung wohl kaum noch eine Rolle. Hier ist der Schlüssel zum Keller, unter den Fässern sollte etwas Bier sein. Du wirst es holen müssen, wenn du etwas auffrischen willst. Oh, ich sollte mit dem Wischmopp sollte ich die Ratten platt machen. Okay, sammle 10 Immersion Bier frei den Keller von der Ratten. Okay, wir können sogar gleich in den Keller gehen. Ich muss irgendwelche. Sehr schön. Ih, habe ich jetzt Ratten? Rattenfleisch habe ich bekommen. Okay.
Und Bier habe ich auch bekommen, sehr gut. du hast da unten ziemlich einen Krach gemacht. Hast du das Bier gefunden? Ja, und ich bin die Ratten losgegangen. Was? Du hast sie umgebracht? Wie konntest du nur? Ich habe vorhin nur einen Scherz gemacht, ihr Götter, armer Herr Radicchius. Er hat doch gerade erst geheiratet. Ich mache mich über dich lustig. Ich bin mir sicher, dass du das ganze Rattenfleisch gut gebrauchen könntest. Hast du den Handwerksraum links vom Schlafzimmer gesehen? Wir treffen uns dort. Ja, habe ich gesehen. Damit kann ich Essen machen. Okay, siehst du die beiden Tische vor dir? Der linke mit dem Messern ist die Essensvorbereitungstisch und der rechte mit dem Bratpfanne ist der Ofen. Manche Gerichte brauchen entweder Zutaten, Rattenspieß, Ratten, ich weiß nicht. Hey, willst du lernen, wie man eine Taverne führt oder nicht? Okay, ich mache Rattenspieße. Alles klar. Rattenspieße. Okay, da kann ich noch nichts machen. Genau so. Außen schön knusprig und innen saftig. Lass uns zurück in den Speiseregal, bevor es kalt wird. Okay, jetzt muss ich die wahrscheinlich in das Buch. Ja, in dem Buch kannst du den das Essen reinlegen. Aber ich will doch nicht Rattenspieße verkaufen. Meine Güte. Was stehst du da einfach rum? Du willst doch nicht etwa die Rattenspieße ohne ein schönes Getränk servieren, um sie herunterzuspüren. Hast du eine Ahnung, wie durstig das Rattenfleisch machen kann? Getränke müssen in den beiden Zapfanlagen gepackt werden. Oh, Bier haben wir auch drin. Sieht doch ganz gut aus schon, oder Katze? Großartig, so sieht es aus, als ob du es endlich fertig bist. Gib mir nur einen Moment, es ist schon lange her, seit ich das gemacht habe. Oh. Na, wie gefällt dir das? Ich weiß, nicht wahr? Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Sieht so aus, als würdest du langsam verstehen, mit wem du es hier zu tun hast, oder? Haha, und das ist noch nicht alles. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren und... Puh, geschafft. Das war schwieriger als erwartet. Ich hoffe, ich weiß noch, wer von uns beiden das Original ist. Wie auch immer. Wo sind wir stehen geblieben? Ah, richtig. Wie ich bereits gesagt habe, kommen die Gäste nicht einfach nach Lust und Laune vorbei. Damit die Laune in deine Taverne kommen, die Leute in deine Taverne kommen, musst du sie zunächst einmal öffnen. Siehst du das Schild oben links auf dem Bildschirm? Du kannst es mit dem Linksklick oder mit O öffnen und schließen. Und deine Bestellung und die Taverne sofort schließen. Okay. Serviere 5 Rattenspieße. Okay. Klack, klack, klack. Also das ist echt eine Tutorial-Katze hier, oder was? Das ist schon cool, sieht aber ganz schön schäbig aus hier, ne? Oh, die essen wirklich Rattenspieße. Oh, da kommen neue Gäste. Möchtest du noch einen Rattenspieß haben? Alles klar. Möchtest du was zu trinken oder möchtest du einen Rattenspieß? So. Und jetzt ein Bier. Während die Leute in der Taverne essen und trinken, könnte der Fußball natürlich verschmutzen. Wenn das passiert, musst du das reinigen. Okay. Einmal Bier. Einmal servieren. Und einmal reinigen. So, möchte noch jemand ein Bier? Sehr gut. Und jetzt klingelt es gerade. Ich muss mal ganz kurz weggehen, ja. So, da wird man beim Tutorial auch noch gestört. Aber alles okay. Serviere 5 übelriechende Biere. Alles klar. Ich werde mir auf jeden Fall gleich mal 2 wegnehmen. Falls noch jemand dann so ein übelriechendes Bier haben möchte. Also das Tutorial ist cool und die Katze fetzt. Das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Wirklich angenehm. Und es kommen auch nicht mehr Gäste, weil... Naja, ich sag mal so, meine Sitzgelegenheiten sind völlig ausgeschöpft jetzt. Aber Ene muss noch ein Bier bestellen. Nur mal ganz kurz wischen hier. Und du möchtest jetzt ein Bier haben oder möchtest du einen Rattenspieß haben? Ne, du möchtest ein Bier haben. Okay.
Manchmal ist ein Gast unzufrieden mit dem Service und beginnt sich zu beschweren. Wenn das passiert, ist es am besten, auf ihn zuzugehen und zu versuchen, ihn mit E zu beruhigen. Versuche es einfach mal und viel Glück. So. Einmal beruhigen. Tja, wie es aussieht, hat das nicht viel geholfen. Manchmal reichen Worte nicht viel aus. So, einmal raus. Bitte aus meiner Taverne. Au, immer mit der Ruhe. Das hat echt wehgetan. Nun, da der verärgerte Gast gegangen ist, kannst du die anderen weiter bedienen. Meine Güte, tut das weh. Bisher hast du die Grundlagen des Tavernenbesuchs kennengelernt. Speisen, Getränke servieren, Tische und Böden säubern, um mit rüpelhaften Gästen umzugehen. Über eine Zeit lang weiter, wobei du die Informationen aus dem Tutorial in der Enzyklopädie-Pause mir nachlesen kannst. Verbrauche deinen Vorrat an übelriechendem Bier. Hier habe ich denn dann noch 5 Stück. So, die müssen die aber erstmal neu bestellen, ne? Oder die bestellen Rattenspieß oder so. Ah, die wollen jetzt alle nochmal. Die wollen alle nochmal Bier haben. Na, dann kann ich das auf jeden Fall schon mal zapfen. Wenn ich das komplett verbrauchen soll. Der Tisch wird langsam dreckig. Ja, ich mache es schon sauber, ist ja gut. Meine Güte, trinkt mal lieber euer Bier aus. Aber das ist richtig cool. Ey, hat die sich jetzt gefreut und ist gegangen? Alles klar. Aber den Tresen oder so kann ich nicht sauber machen, ne? Kann, glaube ich, auch noch nicht rausgehen. Ich habe noch in der Taverne zu tun. So, dann kriegst du noch ein Bier. Ach, du kriegst einen Rattenspieß. Komm, inner noch ein Bier, dann bin ich nämlich hier durch. Dann habe ich nämlich nichts mehr. Und ich habe noch 14 Rattenspieße. Okay. Ja, das Tutorial zieht sich wirklich lange hin. Aber zumindest wissen wir, wer die Katze ist. Das ist nämlich Mai. Und die ist eigentlich so, was sind das, ein Genie oder sowas? Ah, ich weiß nicht. So, warte mal, warum ist die negativ gewesen? Warum hat die sich beschwert? So, einmal wischen. Was? Hicks? Kein Bier mehr, Hicks? Ich habe gerade erst angefangen. Wenn alles ausverkauft ist, werden die Leute weiterhin Essen und Trinken bestellen. Ich kann magischen Brei erschaffen, mit dem du deine Gäste versorgen kannst. Aber er schmeckt ziemlich fade, also bezweifle ich, dass du damit Geld verdienen wirst. Eine ziemlich seltsame Zauberkraft. Egal. Mache, was du denkst. Okay, ich brauche Wasser halt. Ja, ja. So, einmal beruhigen. Du kriegst noch einen Spieß. Fülle einen Eimer mit Wasser aus dem Brunnen draußen. Gott sei Dank habe ich einen Eimer Wasser. Und jetzt darf ich rausgehen und darf mir meine alte Taverne anschauen, wie die aussieht. Okay, das ist aber alles gleich geblieben, so wie es aussieht hier, ne? Haufen Bäume. Steine, Eisen. Ja, das ist auf jeden Fall gleich geblieben. Serviere 5 Gläser Wasser. Hör mal, Wasser kann ich doch, glaube ich, nur hier hinpacken, ne? Kriege ich jetzt eigentlich schon Geld? Ne, ich kriege überhaupt noch kein Geld. 5 Gläser Wasser soll ich servieren. Du gehst mal raus, du warst böse. So. 3 Gläser habe ich noch. Hier hat irgendjemand einen Dreck gemacht. Ich frage mich, wo die Biergläser hinsteckt, ne? Hey, unser Tisch wird dreckig. Ja, ja, alles gut. Ich mache den schon sauber. So, noch 3 Gläser Wasser. Kann ich die Pflanzen eigentlich gießen? Nicht wirklich, ne? Also Wasser kommt, wie gesagt, in den Fässern, das wissen wir aber. Bier kommt in den Zapfhähnen. Und irgendein Brei sollte ich noch herstellen, glaube ich. Aber kann ich, glaube ich, jetzt nicht, oder? Noch ohne Rezepte und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay. Na, wollt ihr endlich ein bisschen Bier haben? Ein bisschen Wasser haben? So. Was möchtest du haben? Du möchtest einen Rattenspieß haben, oder? Wusste ich doch. Wie viele Rattenspieße habe ich noch? 8 Stück. Da ist schon wieder Dreck. Das muss ich wegwischen. Das wissen wir ja. Und da ist unser letztes Wasser. Sehr schön.
Ah, ich bin so voll. Ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Das ist das Beste, wenn du schließt und wir uns etwas ausruhen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber wenn du weiter üben willst, dann öffne die Taverne wieder und ich werde mehr Kopien von mir erstellen. Ich empfehle dir, ins Bett zu gehen, denn morgen erwartet dich dein anstrengender Tag. Schlaf gut. Genau. So. Einmal Wasser noch servieren. Und dann kann ich die theoretisch gesehen alle rausschmeißen. Wenn ich sage, schließt, burp. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann bin ich gespannt, ob die Taverne morgen immer noch so eklig aussieht. Oder ob sie besser aussieht. Also ich glaube, die... Ja. Bett machen brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Guten Morgen, raus aus den Federn und Schlafmütze. Auf geht's, wir haben einen langen Tag vor uns. Wenn du die Taverne öffnen willst, müssen wir eine Menge Vorbereitung treffen. Ich gebe ja zu, dass der Rattenspieß nicht schlecht war, aber mit Rattenfleisch und verdorbenem Bier kann man doch keine wirkliche Kundschaft anlocken. Ich habe meine Beziehung in der Stadt spielen lassen, deshalb möchte ich, dass du diese Einkaufsliste nimmst und einige Vorräte besorgst. Das weiß ich, ich habe ein paar Ersparnisse aufgebracht, um das alles zu bezahlen. Wenn du den Käufer geben sie das, was ich bestellt habe, ohne von dir Geld zu verlangen. Gewinne ich nicht daran. Ich werde dir nicht jedes Mal Geld geben, wenn du was brauchst. Hast du verstanden? Verstehe. Gut, folge der Straße Richtung Westen und hole alles, was auf der Liste steht. Vieles davon findest du auf dem Markt, aber du musst auch einige Vorräte im Sägewerk, in der Schmiede und der städtischen Taverne besorgen. Zeit aufzubrechen. Alles klar. Okay, fast vergessen. Sei vorsichtig mit Ria und Lia. Sie sind gute Mädchen, aber ein bisschen eigenartig. Lass dir von ihnen nicht den Kopf verdrehen. Okay, besuche Petra in der Schmiede, besuche Woody im Sägewerk, besuche Amos in der Taverne in der Stadt, besuche Agatha auf dem Marktplatz, besuche Chuck auf dem Marktplatz. Alles klar, warte mal, wir gehen als erstes mal hier ins Sägewerk. Das war, glaube ich, hier hinten und die Taverne war auch hier hinten. So. Okay, jetzt haben wir nämlich schon ein bisschen was bekommen. Wie gesagt, das machen wir dann alles in der dritten Staffel, die wir dann wahrscheinlich ja wirklich anfangen müssen, wenn das hier so weitergeht. Also ich krieg Stuhl, Sitzbank und Hefe, okay. Wir machen das jetzt hier im Schnelldurchlauf, weil wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Okay, warte mal, wir haben auf jeden Fall, ja. So, jetzt noch die Schmiede besuchen und dann die anderen drei alle auf dem Marktplatz. Okay, die Schmiede war ja hier irgendwo rechts, ne? So. Warte mal, das ist glaube ich hier Chuck, genau. Habe ich ein bisschen Fleisch bekommen, das ist Agatha. Wie gesagt, was die alles reden, werden wir dann auf jeden Fall in der dritten Staffel alles sehen. Müssen wir noch zur Schmiede gehen, die war hier unten. Und dann noch zu den beiden kleinen Mädchen. So. Also die Katze wird uns wahrscheinlich das die ganze Zeit begleiten und immer mal auftauchen. Ich bin gespannt, wenn wir den anderen Spielstand laden, dann ob das irgendwie Auswirkungen hat, ob das Spiel merkt, dass wir einen neuen Spielstand gestartet haben und dann herausgefunden haben, was es mit der Katze auf sich hat da. So, kehre zur Taverne zurück. Jetzt habe ich natürlich einiges bekommen hier, ne? So, auf jeden Fall den Setzling. Das sind alles Samen hier. Jetzt die Frage, was müssen wir als nächstes machen? Mal schauen. Jetzt erklärt ihr uns wahrscheinlich das. Erklärt ihr uns wahrscheinlich alles. So, beginne damit 20 Grillsticks zu kochen. So, das wissen wir alles. So.
Da können wir noch nichts machen. Das wird uns wahrscheinlich noch erklärt. Damit das Essen... da wäre das mit dem Essen... Okay, Bier. Melzmaschine. Oh, neues Rezept, Malz. Okay, wollen wir mal Malz herstellen, ne? Genauso. Und aus dem Malz kriege ich dann wahrscheinlich das Bier her, ne? Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich warten. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Aufgaben. Folgemaisanweisung. Das wird sich lange hinziehen hier, ne? Aber eigentlich will ich das ja nicht spielen, aber wir wissen zumindest, was das mit Mai jetzt auf sich hat. Da können wir noch nichts machen. Da weiß ich nicht, wie man den benutzt. Das können wir dann alles draußen stellen. Den Läufer können wir aber auf jeden Fall ja reinpacken. Kerzenständer, Bierdeckel. Und dann mal erstmal das. So. So. Mit R drehen. So, dann das, das und das. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Den packe ich dahin. So. 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 Hat natürlich nicht ausgereicht, was die Bierdeckel. So, die Kerze kommt dort rein. Da kommt auch noch eine Kerze rein. Sehr schön, jetzt habe ich noch Fleisch. Das sind alles Baumaterialien hier. Schmelz um, das ist alles für draußen. Das ist Saat. Okay. So, Grillstück habe ich schon mal. Kann ich auf jeden Fall anbieten. Sehr gut, warte mal, hier ist noch eine Kerze. Oder hätte ich die reinstecken sollen? Naja, gut. Okay, jetzt muss ich warten, bis das fertig ist. Das kann ich wahrscheinlich alles draußen platzieren. Vielleicht müsste ich auch rausgehen jetzt. Aber ich warte mal, bis das durch ist da. Oh, da fehlt mir... Was fehlt mir da? Brennstoff. Brennstoff habe ich noch nicht. Okay, Malz habe ich auch. Da weiß ich noch nicht, wie man das benutzt. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier rausgehen. Ah, frische Luft. Okay, bla 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 bla. Entferne das Gras von neuen Kacheln. Entferne Gras von neuen Kacheln. Was ist das? Opferhacker. Ne, ich muss erst mal... So, das hat auch gut geklappt. Mir fehlt aber auch noch eine Gießkanne, ne? Pflanze 3 Weizensamen, 3 Bitterhopfen. Okay, 1, 2. Wir haben zuerst mit dem Boden bewässern. Ich habe keine Gießkanne. Ich habe eine Gießkanne, okay.
So. Sehr schön. Ah, das kann ich ja. Das kann ich ja alles. So, gut gemacht. Obstbäume. Die wachsen nur zu bestimmten Jahreszeiten. So. Wunderbar. Jetzt ist er wieder weg. Wenn ich jetzt wieder reingehen, soll ich mir jetzt erst nochmal Wasser holen. So, das habe ich alles schon platziert hier. Ja. Ich werde es schaffen. Fülle einen Eimer mit Wasser aus dem Brunnen. Das habe ich schon gemacht. Stelle dein erstes Bier her. So, sehr schön. Gute Arbeit. Was hat sie jetzt gesagt? Ich hab nicht zugehört. Das muss ja auf jeden Fall in den Keller, das Bier. Und das habe ich ja schon alles gemacht. Da haben wir Gras. Muss ich jetzt draußen noch was machen? Holzbretter, Feuerholz. Okay. Also platziere die Sägemühle um einen Schreinerplatz zu haben. Okay, Sägemühle. Stumpf mit Axt. So. Okay. Klappt natürlich hier oben wieder nicht, ne? Achso. Ach, da war ja noch ein Baumodus drin, deswegen hat das nicht geklappt, okay. Aber hier unten kriege ich das sowieso nicht hin. Aber ich werde erstmal die Bäume hier entfernen, vielleicht kriege ich das ja dann hier unten hingepackt. So, Baumodus. Warum kriege ich das nicht hier hin? Fehlen da echt die Bäume hier zu viel? Das gibt's ja nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, sehr schön. Stumpf mit Axt. Okay, das hat schon mal geklappt. So, Stelle 5 Holzbretter in Sägemühle, Stelle 5 Feuerholz in der Axt. Ja, okay. 1, 2. Das nehmen wir mal weg. 5 Bretter. Läuft natürlich jetzt eine Weile durch, ne? Baue 5 Stücke Eisenerz ab. Eisenerz hat man ja oben und Kohle. So, Eisenerz 2. Vielleicht hätte ich das noch nicht einsammeln sollen. So, Kohle haben wir. Eisenerz ist hier hinten noch gewesen. So, sehr gut. Platziere den Schmelzofen. Schmiedetisch, Schmelzofen.
Boah, das ist ja... Meine Fresse, ey. Tisch, stelle zwei Eisenbahnen her. Nein. So, Brennholz. Zwei Eisenbahnen, wunderbar. Läuft doch. Dann kommt noch wahrscheinlich das mit den Steinen, ne? Aber die Katze freut sich auf jeden Fall. So, Steinwerk. Das war wahrscheinlich verkehrt. Das Ding soll ich platzieren. Kriege ich das irgendwo hier rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Bäume irgendwie entfernt. Die kriege ich doch nicht entfernt, oder? Ah, oh, das gibt's da nicht hier. Das braucht auch alles so viel Platz, das ist Wahnsinn. Stelle 5 Eisennägel am Schmiedetisch her. Brennstoff. So, Bier könnte fertig sein, hat die gerade dieser. Eieiei. So, die müssen wahrscheinlich da reifen, ne? Beginne damit, 20 Lagerbier reifen zu lassen. Ja. Muss in den Keller, das weiß ich. Das weiß ich doch alles schon. So. Sehr schön. Oh, ich wollte gerade gehen, aber die kommt nochmal. Irgendwas mit reparieren, hat sie jetzt gesagt. Nachdem du nun die Grundlage des Handels verstanden hast, ist es an der Zeit, einige Materialien zu sammeln, genügend Rohstoffe und benutze deine Sägemühle, deine Schmiede, um deine Materialien herzustellen. Sammle 15 Holzbretter, sammle 10 Eisennägel, sammle polierte Steine. Holzbretter und polierte Steine. Brauche ich aber erstmal Steine. Stein habe ich nämlich noch nicht abgebaut irgendwo. So, hier unten hat man ja Stein und hier war glaube ich auch noch mal Stein. Fünfmal, zehnmal. So. Nägel habe ich schon. Bretter sollte auch nicht das Problem sein. So, jetzt warte ich nur noch auf den polierten Stein. Was ist denn das hier eigentlich? Werkbank. Noch keine Rezepte, okay. Einstein fehlt mir noch. Also es ist schon spät, es ist schon 2.15 Uhr, ne? Ich müsste den Tag eigentlich beenden, ja. Ich weiß, ich muss ins Bett.
Was soll ich denn jetzt machen? Ah, jetzt hat sie die repariert. Sehr gut. Und das ist der nächste Tag da, ne? Cool. Und jetzt sieht's alles ordentlich aus. Okay, und jetzt habe ich auch 77 neue Rezepte bekommen. Okay, meine Taverne ist noch geschlossen. Wow. Das sieht ja richtig cool aus hier. Puh, ich bin erschöpft, aber es sieht so aus, als ob wir fertig sind. Es ist ein wenig her, dass ich die Taverne so makellos gesehen habe. Sie sieht wunderbar aus. Wir haben hervorragende Arbeit geleistet. Hör mal zu, ich gebe zu, ich habe dich falsch eingeschätzt. Du bist doch gar nicht so übel. Egal, genug Blau. Wir sind fast so weit, dass wir eröffnen können. Noch ein paar Einzelheiten und du bist eine exklusive Tavernenwirtin. Bevor wir etwas tun, sollten wir unsere Pflanzen ernten. Erinnerst du dich an die Pflanzen, die du... Okay, Pflanzen ernten. Weizen mit der Sense, alles klar. So. Das haben wir auch alles hinbekommen. Ausgetrocknete Pflanzen, ja, das weiß ich. Gieße die 3 Teepflanzen. Super. So, jetzt ist er wahrscheinlich... Jetzt ist er wahrscheinlich weg. Oder wir können jetzt eröffnen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt sieht es aber auf jeden Fall wieder schön aus, unsere Taverne hier. Nee, hier kann ich nichts machen. Vielleicht ist ja sogar das Bier fertig. Das Siegelbsohr hat die maximale Alterungsstufe erreicht, dass du ausgereiftes Bier hervorragend. Okay. Bei den Göttern. Es ist köstlich. Du magst es? Ich denke, es ist in Ordnung. Los geht's, verlieren wir keine Zeit. Sammeln wir das Bier ein. Fülle Bier in die Zapfhähne. Also, hopp, ich bin wieder da. Es ist Zeit, die Taverne zu eröffnen. Als erstes musst du deine Produkte vorbereiten. Füge den Gerichten, die du anbieten möchtest, in das Menü und die Biere, die du... So, das haben wir. Sehr schön. Sehr gut. Weißt du noch, wie man die Taverne eröffnet? Mit O, ja. Die Pflanzen sehen zwar jetzt nicht so besonders aus, aber ist egal. Belohnung, erste Schritte, Folgemais, Anweisung. Okay, warte mal, hier haben wir Wasser drin, da haben wir Bier. Okay, da kommen sogar schon die Kunden. Sieh mal, unsere ersten Kunden. Jetzt keine Panik, das kriegst du schon alles hin. Ich weiß, dass ich das hinkriegen werde. Zweimal Wasser. Zweimal Bier. Einmal Wasser. Biene 10 Kunden, säubere einen Tisch, reinige 2 Flecken auf dem Boden. Okay, das sollte ich auf jeden Fall auch noch hinziehen. Verschwinde. So, was willst denn du? Du willst ein Bier. Und du willst auch noch ein Bier haben da unten. Okay, Flecken haben wir noch keine hier. Aber wir haben immerhin schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gäste. So. Hat der irgendwie Dreck mit reingebracht? Nee, nicht wirklich, ne? Bleiben Sie mal ganz ruhig hier, junger Mann. So, dann reinigen wir die Tische. Wir haben Gott sei Dank schon Bierdeckel. Mal nur noch schauen, dass man hier... Also ich werde auf jeden Fall noch ein Bier und noch ein Wasser auf jeden Fall schon in der Hand nehmen. Dann kann ich das relativ schnell... abgeben. Und wir haben sogar schon ein paar Silbermünzen verdient. So, nehme ich mir gleich nochmal ein Wasser. Aber Dreck habe ich jetzt noch nicht. Ich muss noch 2 Flecken auf dem Boden reinigen, ne? Du möchtest einen Steg haben.
Nehmen wir noch ein Bier und da ist der letzte Fleck. Wir sollen das nicht alles so dahin schmeißen. Du kriegst einen Steg. Meine Güte, was für eine kräftige Wiese. Siehst du das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm? Das bedeutet, dass die Kunden frieren, was deinen Ruf schmälert. Okay. Zünde den Kamin an. Du möchtest ein Bier und du möchtest auch ein Bier. Viel besser. Jetzt ist er weg. Okay. Erreiche eine neue Rufstufe. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir dann vielleicht sogar erst im nächsten Mal. Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Ich meine, gut, das Tutorial geht relativ lange, ne? Ich kann aber auch nichts weiter herstellen hier. Obwohl, man weiß es nicht. Na doch, Steak können wir nochmal herstellen. Machen wir auch nochmal. So. Dich möchte ich beruhigen. Du kriegst nochmal ein Wasser. Und ihr wollt auch nochmal Wasser. Nehmen wir noch zwei Bier mit und noch zwei Wasser. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall die Tische abwischen, sonst wären die böse. Du willst einen Steg, du willst einen Steg, du möchtest noch ein Wasser haben, kein Problem. Hier müssen wir nochmal wischen. So, ein Bier habe ich noch, jetzt nehme ich mir nochmal ein Wasser. Wunderbar. Und hier unten sehen wir, wie viel wir brauchen für den neuen Ruf. Wir haben 583 und wir brauchen 1000. Ah, das passt schon so. Bier und Wasser habe ich. Bier werde ich gleich hier los. Sehr schön. Dann zapfen wir hier nochmal. Gibt es das Wasser? Kann ich auf jeden Fall gleich servieren. Sehr schön. Aber ich glaube, der Ruf steigt halt nur, wenn die Kunden dann die Kneipe verlassen, ne? Ja. Und willst du noch einen Steak essen? Oh, wir haben schon eine Goldmünze. Gar nicht so schlimm. Und da kommt ein neuer Kunde. Du kriegst sofort dein Bier, sehr gut. Ich habe halt kein Bier mehr, ne? Ja, es läuft langsam, es läuft. Einmal beruhigen, du kriegst das Bier noch, sehr schön. Dann kann ich gleich nochmal Bier und Wasser holen. Ich könnte natürlich nochmal Bier brauen, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Einmal Bier, einmal Wasser und ihr möchtet zweimal Wasser. Dann nehme ich gleich noch einmal Bier und einmal Wasser. Dann brauche ich auf jeden Fall so. Muss ich auf jeden Fall mein... Oh, jetzt habe ich das... schade. Dann habe ich jetzt aus Versehen das Bier. Ist das weg? Ja, es ist weg. Okay. Ich habe gleich kein Bier mehr. Wasser habe ich natürlich noch. Aber ich könnte natürlich auch meine Dings gleich... So, das habe ich noch. Einmal mit Wasser, helles Malz. So, einmal mit Wasser fehlt mir auch noch. Stimmt. Vielleicht sollte ich mir noch einen Eimer Wasser machen. Ja, wahrscheinlich einfacher, oder? Da fehlen mir Eisenbahnen. Brauche ich aber Eisenerz, nicht genug Brennstoff.
Eisenbahn mal. Die Teeblätter, das heißt, ich könnte Tee machen. Plus Bier aus alle, sehr schön. Hab jetzt nochmal Wasser, ne. Die wollen alle Wasser haben, meine Güte. Hab ich noch einen Wassereimer? Einen Wassereimer habe ich noch, okay. Das braucht natürlich noch einiges. Aber Steaks habe ich ja auch noch drin, ne? Oh. Ah, das ist sogar aus Hühnchen. So, jetzt müsste ich ja eigentlich eine neue Ruhestufe erreicht haben, ne? Geld machen tue ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, das mit dem Servieren, das ist alles schon so eine Sache, ne? Da kann ich den Tisch abwischen. Alles gut, mach mal nicht so einen Stress her. Jetzt habe ich noch zwei Wasser hier. Wie gesagt, das Malz braucht noch eine Weile. Ah, 100 Punkte brauchen wir noch. Das ist aber fast fertig, das Malz hier. So. Ihr könnt jetzt alle mal rausgehen. Wenn ich meine Taverne schließe, erreiche ich wahrscheinlich den annehmen. Kann man auf jeden Fall Bier brauen. Jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht. Kann ich meine Taverne eigentlich zumachen? So, das kommt weg. Einmal Wasser kann ich noch holen. So, ich habe nur einen. Das wird erst ab Tavernenruf 4 freigeschaltet. Machen wir mal Klete 2 Eimer Wasser, da fehlen noch Eisennägel. Können wir auch nochmal 5 machen. Das habe ich jetzt zwar alles hier bei mir drauf, aber das ist nicht so schlimm. Warte mal, die 2 Setzlinge. Und sogar mehr Setzlinge. So. Dann sind die weg, dann wachsen hier nämlich Bäume. Kann ich. Ah, da kann ich sogar ernten. Das sind Oliven. Alles klar. Na, die Eimer brauchen halt noch ein bisschen. Da habe ich nichts. Ich glaube, verkaufen halt kann ich auch nichts. Hey, das ist, da ist ja die neue Tavernenbesitzerin, von der ich schon die ganze Zeit höre. Ha, hast du die Gesichter deiner Gäste gesehen? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jemand mit so einem zufriedenen Gesicht aus der Tür spazieren hat. Das ist mich beeindruckt, Mädchen. Ich war in der Stadt unterwegs und die Leute dort singen bereits ein Loblied auf uns. Jedenfalls bin ich froh, dass die Dinge gut laufen. Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja, das Blatt dieser Taverne zu wenden. Du hast ja auch eine großartige Lehrerin gehabt. Sehr wahr, vielen Dank für alles, Mai. Oh, du bringst mich ganz in Verlegenheit. Nebenbei gemerkt, du hast mir nie verraten, warum du dich überhaupt entschlossen hast, diese Taverne zu kaufen. Ich werde die Gefolgschaft der Gastwirte antreten. Ha, ah, okay, das habe ich nicht verdient. Nein, wirklich, warum eine Taverne? Ich habe dir doch gesagt, dass ich die Gefolgschaft besiegen werde. Hör zu, verstehst du überhaupt, was du sagst? Die Mitglieder der Gefolgschaft haben ihre Fähigkeiten jahrelang perfektioniert. Ein Frischling wie du hat da keine Chance. Außerdem sind Ruhm und Ehre kein vernünftiger Grund. Also gut, folgt mir. Wohin gehen wir? An einem besonderen Ort, du wirst schon sehen, wenn wir dort sind. Okay, kriegen wir jetzt... Aha. Hier ist es. Oh, das erinnert mich an früher. Dieser alte Steinbogen. Und wo befindet sich der Schlüssel? Direkt vor dir. Du musst selbst herausfinden, wenn das, was du zu mir sagen hast, wahr ist, wird das dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Wenn nicht, dann bist du nicht würdig. Tja, es war schön, dich gekannt zu haben. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Im hinteren Teil der Höhle findest du ein Portal, durchquere es und lass dich von deinen Instinkten leiten. Na los, keine Feiglinge, tritt ein und beweise das. Entzünde die Fackel von Uruga. Das heißt, hier bekomme ich die Rezepte, ne? Hm. Thank you.
Lesen. Erhebt eure Gläser, Hüter uralter Pracht. Das festgehaltene Wissen verblasst niemals in der Nacht. Entzünden. Öffnen. Zwiebelringe. Salat. Neue Rezepte freigeschaltet. Dann wissen wir das jetzt auch. Und dann könnten wir sogar, wie gesagt, das Tutorial beendet haben. Da bist du ja wieder. Und in einem Stück. Ich habe doch gewusst, dass du es schaffen würdest. Wolltest doch verschwinden. Das war natürlich nur ein Test und du hast ihn gut bestanden. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Lage, Rugos Fackel zu entzünden. Vielleicht hast du ja noch eine Chance. Ich werde die Gefolgschaft besiegen können. Aber das ist zu früh, um das zu sagen. Du musst nicht, wenn du die Dinge zu tun hast, kannst du... Schon gut. Du kannst aufhören zu betteln. Ich weiß, dass du ohne mich völlig verloren wärst. Zurück an die Arbeit, zurück in die Taverne. Mal sehen, wie du alleine zurechtkommst. Okay. Ich vermute mal ganz stark, dass Mai jetzt verschwunden ist. Aber wir haben zumindest herausgefunden, wer diese Katze ist und dass sie uns geholfen hat, hier unsere Taverne aufzumachen. Ah, es ist schön, wieder hier zu sein. Die Taverne sieht wirklich unglaublich aus. Aber wenn du die Gefolgschaft der Gastwirte herausfordern willst, müssen wir unseren Ruf verbessern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe ein paar Ticks gegeben, aber den Rest ist dir überlassen. Ich werde versuchen, etwas über die derzeitigen Mitglieder der Gefolgschaft herauszufinden. In der Zwischenzeit machst du weiter mit dem, was du gelernt hast. Verstanden? Also gut, dann hoffen wir mal, dass die Taverne noch steht, wenn ich zurückkomme. Versuch nicht zu viel Notnung zu machen, Neuling. Alles klar. 300 Erfahrungspunkte. Aufgabe abgeschlossen. Und damit haben wir sozusagen das Tutorial von Traveler's Rest zu Ende gespielt. Ich werde jetzt noch einmal schlafen gehen und dann sehen wir uns definitiv in unserem alten Spielstand wieder. Wir wollten in diesem Spielstand ja nur herausfinden, was es mit Mai auf sich hat oder dieser blauen Katze. Ja, und das haben wir gemacht. Deswegen ist alles gut. Hier sind zum Beispiel noch Fackeln. Mai taucht jetzt nicht auf, es liegt jetzt an uns und ich sage, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, das Ganze werden wir nochmal machen, wenn wir Staffel 3 von Traveler's Rest starten. Aber da muss es noch ein paar Updates geben. Also bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.